Finale Furioso beim vorletzten DTM-Rennen der Saison 2022. Lukas Auer im Mercedes mit der 22 auf der Pole Position, angegriffen vom Markenkollegen Lukas Stolz im gelb-blauen Auto. Erste Kurve, leichte Berührungen, das gehört in der DTM dazu, bei diesem engsten Meisterschaftskampf aller Zeiten. 5 Titelkandidaten. Kurve 2. Achtung, es dauerte nicht lange und dann gab es Kollisionen. Und zwar jede Menge im Feld. Hier, Arjun Maini dreht sich, schlägt ein, hat einen Schubser bekommen, der Inder. Safety Car, natürlich die Folge. Denn auch die Leitplanke musste repariert werden. Hier der nächste, Kelvin van der Linde, schiebt Maro Engel raus. Kurve 2. Ja, und dann fliegen da Teile durch die Gegend. Unter anderem die Reifenkarkasse von Kelvin van der Linde, die prallt direkt auf den Meisterschaftsführenden, auf Sheldon van der Linde. Hier, da kommt der Reifen. Glück für den BMW-Fahrer, dass da die Scheibe nicht kaputt gegangen ist. Neustart, nebeneinander sortiert. Diesmal das Beschleunigungsduell BMW. Marco Wittmann mit der 11 in grün-weiß gegen Lukas Auer. Auch da die leichte Berührung. René Rast, einer der Gewinner. Sheldon van der Linde weit nach vorne. Und der nächste Zwischenfall, Rolf Ineichen. Haut den Run NFL Football von Marius Zug raus, weil er vorher bereits einen Defekt erlitten hat und dann nicht ausweichen konnte, beziehungsweise der Lamborghini nicht mehr steuerbar war von Rolf Ineichen. Was für ein Chaos. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Die Anfahrt, hier die Spitzkehre, der Kampf. Auer versucht es außen, Bortolotti. René Rast versucht innen durchzuschlüpfen. Marco Wittmann im BMW mit der besseren Beschleunigung. Und dann die nächste rechts, die geht normalerweise voll. Im hinteren Feld ein Gefecht zwischen David Schumacher nach gutem Start und Thomas Breining. Achtung, jetzt hier die Berührung und der erneute Einschlag. Kettenreaktion im Feld. Dennis Olsen in die Mauer. Ein rausgerissener Porsche-Motor. Bilder, wie man sie noch nie gesehen hat. Und die einzig richtige Entscheidung der Rennleitung, die rote Flagge. Ricardo Feller war es, der Dennis Olsen anschiebt. Dann knallt der SSR Performance Porsche links in die Mauer. Der Motor reißt dabei raus. Feuer, unfassbar. Und die gute Nachricht, alle Beteiligten, auch die beiden hier, David Schumacher und Thomas Breining, nach diesem Horrorabflug, okay. Hier der Trost von Dennis Olsen an den Markenkollegen Thomas Breining. Und aus Sicherheitsgründen der Neustart dann hintereinander aufgereiht. Lukas Auer vor Marco Wittmann, vor René Rast. Dann Stolz, Bortolotti, Nico Müller, Philipp Eck und Sheldon van der Linde in den Top Ten. Die Pflichtboxenstops, vielleicht von entscheidender Bedeutung. Lukas Stolz war einer der Ersten, der drin war. Hier keine Chance für René Rast mit der 33. Der dreifache Champion mit kalten Reifen konnte sich dann nicht gegen Stolz wehren. Und was machen die anderen Meisterschaftskandidaten? Hier, da sehen wir die Ausfahrt von Lukas Auer und Marco Wittmann. Deutlich vor Stolz und René Rast zu diesem Zeitpunkt. Unglaublich das Spektakel hier in Hockenheim beim Saisonfinale auf dieser 4,5 Kilometer langen Kultstrecke. Marco Wittmann zeigt sich da und hat die Überholmanöver. Sheldon van der Linde auf dem Weg nach vorne. Kein Problem. Der Tempo Vorteil, den er in seinem BMW hatte gegen den Audi von René Rast. Und dann Mirko Bortolotti als letzter der Meisterschaftskandidaten. Und wieder, wie schon am Red Bull Ring, geht eine Mutter flöten beim Radwechsel. 13,5 Sekunden brauchte Mirko Bortolotti. Das vielleicht entscheidend für ihn. Und vermasselte dem Italiener mit Wohnsitz Wien das Rennen. Und weiter Sheldon van der Linde. Nächste Überholmanöver. Und zur Erinnerung, Sheldon van der Linde war nur von Platz 16 losgefahren, nachdem er eine Strafe in der Startaufstellung von 10 Plätzen bekommen hatte, weil an seinem Auto vor dem Start zu früh die Reifen montiert waren. Genau das gleiche Schicksal übrigens wie Thomas Breining, der zu diesem Zeitpunkt aber ja schon ausgefallen war. Überall Überholmanöver. Und René Rast sagt hier Danke. Philipp Eng im dunkelblauen BMW, zu spät auf der Bremse. Rast geht vorbei. Bortolotti gegen Stolz, das nächste Duell. In der Parabolica, schnellste Stelle hier am Hockenheimring, knapp über 260 km/h. Stolz zieht zurück, lässt Bortolotti fahren, der zu diesem Zeitpunkt sowieso schneller war. Denn
Ganz wichtig für die Meisterschaftskandidaten geht es ja auch noch um die schnellste Rennrunde. Und Dave Gore auf einmal in Führung und Diskussionen im Hintergrund. Wie kann denn das sein, dass Dave Gore da auf einmal rumfährt? Und das hatte mit dem Restart zu tun. Hier, da fährt nämlich rechts Dave Gore in die Boxengasse im Glauben, dass er schon wechseln darf. Also der Mann aus Oklahoma mit den ältesten Reifen im Feld im Glauben, dass er hier um den Sieg mitfährt. Aber die Reifen bauten ab bei Dave Gore im Rosberg Audi. Also als erstes Auer vorbei. Und dann entscheidend für den Rennausgang. Marco Wittmann schaffte es nicht direkt, an Gore vorbeizukommen. Sheldon van der Linde sollte später sagen, ja, ich habe geglaubt, den überrunden wir, den Gore. Aber van der Linde erstmal an Wittmann vorbei. Hat sich da vorbeigebremst. Also der Kampf ums Podest. Vorne Lukas Auer im Vorteil, weil er wegfahren konnte von Dave Gore. Die entscheidende Aktion von Lukas Auer, dass er an Dave Gore schneller vorbeikam als seine beiden Konkurrenten in den beiden BMW-Fahrzeugen. Dann auf der Geraden Parabolica auch Marco Wittmann vorbei. Erster also, zweiter Saisonsieg für den Neffen von Gerhard Berger, für Lukas Auer. Zweiter Sheldon van der Linde. Das bedeutet 2 Punkte Unterschied in der Meisterschaftstabelle. Dritter Marco Wittmann. Endlich mal wieder auf dem Podest, Marco Wittmann. Very good job, very good job. Ja, und dem Lob des Renningenieurs, very good job, kann man sich nur anschließen. Lukas Auer sorgt für ein Finale Furioso. Die DTM 2022 entscheidet sich im allerletzten Rennen. Sonntag. Und das hier nochmal das Ergebnis von heute. 2 Punkte trennen Lukas Auer und Sheldon van der Linde.